Ich bekomme regelmäßig so tolle Uhren auf den Tisch, wie zum Beispiel diese beiden hier, die ich mir trotzdem nie kaufen würde, weil genau eine einzige Sache für mich nicht stimmt bei diesen ansonsten grandiosen Uhren. Du willst wissen was? Dann bleib einfach dran. Hallo und willkommen bei Watch Maxes Uhrvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute geht es um Uhren, und zwar Uhren aus dem Hause Archimede. Ich bin von euch oder einigen von euch, also meinen Zuschauern, wiederholt gefragt worden, ob ich nicht auch mal Uhren von Archimede aus der 1950er Serie zeigen könnte. Und ich habe gesagt, das mache ich gerne, aber es dauert was, und jetzt ist das dauert was vorbei. Ich habe sie hier, die Uhren aus der 1950er Serie von Archimede, und zwar einmal in Schwarz und einmal mit dem grünen Ziffernblatt. Die beiden Uhren, die ich zum Review bekommen habe, unterscheiden sich nur durch die Bandauswahl und die Ziffernblattfarbe. Wir haben hier einmal die Archimede 1950-4 mit dem dunkelgrünen Ziffernblatt und dem hellbraunen Band. Und wir haben die Archimede 1950-4 mit dem schwarzen Ziffernblatt und dem schwarzen Band. Im direkten Vergleich werden die Farbunterschiede noch deutlicher, denn das Grün ist schon relativ dunkel, aber es ist ein Grün, was ich persönlich als sehr schön, sehr angenehm empfinde. Ich bin nicht so der ganz große Freund von Grün, aber hier passt das wirklich sehr hervorragend. Die Uhren kosten am Lederband 960 Euro und machen einen wirklich tollen Eindruck, insbesondere auch mit dem Handaufzugswerk, was naturgemäß immer ein klein bisschen mehr Blick auf das Werk freigibt, als wenn noch ein Rotor über die beweglichen Teile drüber schwingt. Bei der schwarzen ist es übrigens ganz genauso. Auch hier haben wir das Handaufzugswerk. Wir haben Uhren in einem 40 mm Gehäuse und einer wirklich angenehmen Bauhöhe von lediglich 9,8 mm und das Ganze noch bei einem gewölbten Saphirglas. Das heißt, das Metallgehäuse, das wirklich wahrgenommene Gehäuse, ist noch einmal, ich schätze, um 1 mm flacher. Sehr schön gemacht und wirklich schlank am Arm, aber auch das zeige ich euch gleich selbstverständlich noch. Lag to Lag haben wir freundliche 44 mm, was sowohl für schmale Herrenhandgelenke als auch für Damenhandgelenke sehr interessant sein kann. Der Bandanstoß beträgt 20 mm. Und wo wir bei dem Bandanstoß sind, da hat mir Archimede auch noch die dritte Bandfarbe mitgeschickt, sodass ich euch die auch gerne noch einmal zeigen und dranhalten kann. So könnt ihr sehen, wie die Uhren mit einer anderen Bandfarbe wirken. Persönlich, aber das ist wirklich nur meine persönliche Meinung, würde ich diese Farbe an keiner der beiden Uhren wählen. Ich finde diese Kombination schwarzes Blatt mit schwarzem Band und grünes Blatt mit dem hellbraunen Band hervorragend und das ist für mich ein Volltreffer. Ich finde auch das Band mit der Kontrastnaht sehr passend gewählt. Passt in meinen Augen wirklich hervorragend zu der Uhr. Und bevor wir jetzt zum Punkt kommen, der mich etwas stört, noch etwas zum Werk. Das Werk ist ein, wie bereits erwähnt, ein Handaufzugswerk. Und zwar handelt es sich um das SW
261-1M mit der kleinen Sekunde auf 6 Uhr, wie ihr schon gesehen habt. Ich finde die Uhr sehr gut ablesbar. Die Nachtablesbarkeit habe ich selber noch nicht getestet. Das heißt, das werden wir gleich gemeinsam machen. Aber die Tagablesbarkeit finde ich bei beiden Uhren wirklich klasse. Und mir gefällt auch die Klarheit und das Aufgeräumte auf dem Ziffernblatt sehr gut. Die Ziffernblätter sind nicht hochglanzpoliert, spiegeln nicht, sind aber auch nicht gekörnt matt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das bezeichnet. Ich würde es für mich fast als Antik oder Vintage bezeichnen. Ich persönlich finde, es passt sehr gut zu den Uhren, denn ein lackiertes, spiegelndes Ziffernblatt hätte hier meiner Meinung nach nicht zum Gesamtdesign der Uhr gepasst. Ich bin nicht der Dresser-Typ, das wisst ihr, aber ich mag ausgefallene Uhren und ich bin mittlerweile auch zunehmend mehr ein Freund von kleinen Uhren. Warum sind diese Uhren jetzt nichts für mich? Es hat einen einzigen Grund und ohne diesen Grund würde ich den Uhren wahrscheinlich sogar 10 von 10 geben, weil sie sich fantastisch anfühlen, weil das gebürstete Gehäuse sehr schön passt. Ich mag auch den Wechsel zwischen dem gebürsteten Gehäuse und dem polierten D-Ring oben auf der Lünette. Ich mag die wunderschöne Krone, die super zu der Uhr passt. Alles das gefällt mir sehr gut, aber diese Uhren haben leider nur eine Wasserdichtigkeit bis 3 ATM, 30 Meter. Ist mir persönlich dann leider wirklich zu wenig für diese ansonsten richtig schönen Uhren. Also ich bedauere das, hört ihr wahrscheinlich auch raus, dass ich das bedauere. Während ich spreche, ziehe ich die Uhren mal auf. Die Uhren sind klasse. Also sie sind wirklich sehr, sehr angenehm am Arm. Sie sind wunderbar weich, nicht nur in der Optik, sondern auch vom Anfassen her. Das gewölbte Glas, der D-Ring, wirklich beides. Richtig schön. Und mit der Uhr, die ich aktuell am Handgelenk habe, meine Sinn UX Sansibar, in keinster Weise zu vergleichen. Ich packe sie mal ans Handgelenk und dann könnt ihr sehen, wie gut diese 40 mm mit den kurzen Hörnern an mein Handgelenk passen. Es sieht wirklich klasse aus. Es ist eine wunderschöne Dressuhr, gut abzulesen mit einer angenehmen Größe. Aber wie ihr sehen könnt, der Hornabstand ist wirklich gering und dadurch wirkt sie trotz der nicht Vintage-Größe mit 40 mm, beinahe Vintage an meinem Arm. Die schwarze sollte einen Ticken größer wirken, weil sie etwas präsenter ist von der Farbe her und auch weil Band und Blatt in einem Guss erscheinen. Und trotzdem ist es keine Uhr, die zu groß an meinem Handgelenk ist, sondern wirklich sehr gut sitzt. Schöne Uhren, wirklich schöne Uhren, Ikler-typisch, hervorragend verarbeitet. Ich gucke mal, ob ich das einfangen kann. Das Gehäuse, hier sieht man es etwas, ist abgeschrägt, sodass man auch noch ein geringfügig dickeres Band verwenden könnte. Die Abschrägung des Gehäuses ermöglicht es eben auch, die Lug-to-Lug-Abstände, also Horn zu Horn zwischen den Federstegen, so gering zu halten, weil das Band sich im Gehäuseradius biegen kann, weil der an dieser Stelle eben ausgespart ist. Ihr könnt an meinen Handschuhen sehen, dass ich hier noch etwas Licht im Raum habe. Es ist also nicht komplett dunkel und die Uhren schlagen sich hervorragend. Also richtig was Feines. Gut ablesbar,
Sehr schön. Ihr könnt das Licht, das ist das blaue Hintergrundlicht, was ich anhabe, was ihr hier im Spiegel seht und was meine Handschuhe wiedergeben. Also wirklich klasse ablesbar. Sehr, sehr schön. Hätte ich persönlich definitiv so nicht erwartet, denn es sind ja immerhin Dressuhren und keine Sport- oder Taucheruhren. Und dafür finde ich die Nachtablesbarkeit wirklich herausragend. Was natürlich interessant ist, das ist, wie die Zeiger gesetzt sind. Da wir hier kein Datum haben, müssen wir uns um den Datumssprung naturgemäß auch keine Gedanken machen. Trotzdem wollen wir schauen, ob die Zeiger so gut gesetzt sind, wie ich es erwarte. Die Ghost-Position für das Datum ist nicht entfernt. Das weiß ich, ist einigen auch wichtig. Mir persönlich ist das absolut Schnurz. Ob das da ein- oder zweimal Klack macht, das stört mich nicht im geringsten. Aber einige von euch legen da Wert drauf. Und ja, wenn das mal kein perfekt gesetzter Zeiger ist. Klasse, mega gut. Also ein absoluter Volltreffer. Bei zwei Uhren habe ich immer die Möglichkeit zu überprüfen, ob es ein Zufall war oder nicht. Das müssen wir noch eine knappe Minute warten. Entweder laber ich euch jetzt voll oder ich schneide es raus. Ich zeige euch auf jeden Fall nochmal diese Uhr, denn die grüne wäre definitiv mein Favorit von den beiden. Auch wenn ich, wie gesagt, normal nicht so der große Mega-Freund von grün bin. Aber hier ist das wirklich, jetzt mache ich doch den Aufkleber ab, so, ist das wirklich absolut super schön. Also diese Uhr hat mich richtig in ihren Bann gezogen, auch weil nicht viel auf dem Ziffernblatt steht. Made in Germany, Archimede und das war's. Richtig schön. Erste Position, kein Datum und die 60. Und jetzt schauen wir uns an, ob wir hier die Zeiger ähnlich gut gesetzt haben wie bei der schwarzen. Ich erwarte nichts anderes als das und werde nicht enttäuscht. Perfekt gesetzt, sitzt gut, trifft. Da habe ich aber auch, wie gesagt, nichts anderes erwartet. Ja, das waren die beiden 1950-4 von Archimede Uhren, denen ich in meinem nicht wissenschaftlich fundierten und auch nicht statistisch ausgewerteten, sondern aus dem Bauch heraus getroffenen Rating 9 von 10 Punkten geben würde. Aber der eine Punkt, die Wasserdichtigkeit, die hält mich zurück. Ansonsten wäre das tatsächlich eine Uhr, die mir so richtig gefährlich werden könnte. Und mit einem Preis von 960 Euro finde ich sie auch angenehm bepreist. Geben wir dem Ganzen noch 10 ATM Wasserdichtigkeit. Wen das nicht stört, wer mit 3 ATM bei Uhren sehr gut leben kann, bekommt hier eine Uhr, die sich mega angenehm trägt, die super ablesbar ist, die nachts richtig gut leuchtet, zu einem Preis von unter 1000 Euro. Insgesamt ein sehr attraktives Paket, wenn man nicht den Wert auf... Na, ihr wisst es, ich sag's gar nicht mehr. Ist auch eine Macke von mir. Ich weiß, dass viele von euch die nicht teilen. Insofern will ich das auch nicht schlecht reden. Ich finde die Uhren absolut grandios. Nur leider nicht für mich. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Tschüss, euer Axel.